Wenn du in der Energiewirtschaft arbeitest und hast mit alltäglichen Hintergrundprozessen zu tun, dann ist dieses Video genau richtig für dich. Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um die Änderungen rund um Edifact, Edi at Energy zum 1. April 2021. Also jetzt zum Zeitpunkt des Videos in weniger als 3 Wochen. Das ist ein super spannendes und wichtiges Thema, weil damit ganz viele Hintergrundprozesse der Energiewirtschaft zwischen den verschiedenen Marktpartnern wie Versorger und Netzbetreiber geändert werden, aber vor allem die IT-Formate, die Nachrichtenformate, die hin und her geschickt werden in der Marktkommunikation. Die werden geändert, davon sogar eine ganze Menge. Und unter anderem wird auch was Großes Neues eingeführt, wie ihr nämlich auch hier über mir lesen könnt, die sogenannten Entscheidungsbaumdiagramme, die kommen. Ich habe vor einigen Monaten schon mal ein paar Sachen dazu erzählt, aber eben erstmal nur grundlegend. Und jetzt wollen wir es mal ganz kurz zusammenfassen, was denn da passiert. Denn aktuell schule ich ganz viel zu dem Thema und habe auch noch die eine oder andere Anfrage dazu reinbekommen. Und ich will ein paar Grundlagen hier nochmal zusammenfassen, weil es kommt ja und es ist wirklich mächtig. Und einige sagen halt auch, naja, die IT-Systeme, die können das dann, unser Dienstleister macht das ja, aber was passiert denn eigentlich tatsächlich da im Hintergrund? Das wäre mal gut zu wissen. Und wenn ihr auch das nochmal richtig geschult haben wollt, na, wenn wir mal sagen, maximal eine Halbtagsschulung oder sowas machen, kriegen wir das auch noch hin vor April. Vielmehr, da sind dann auch die Zeiträume ein bisschen knapp. Aber wenn ihr nochmal dazu was haben wollt, schreibt uns einfach eine Nachricht über die Kontaktformulare. Wir verlinken das Ganze unten dann auch in der Videobeschreibung. Also, was passiert nun zum 1.4.2021? Wir haben dort neue Nachrichtentyp-Versionen für einige IT-Nachrichten, die eben so im Hintergrund hin und her geschickt werden. Das ist ja Edifact. Edifact ist dieses Regelwerk für diese IT-Nachrichten, die hin und her geschickt werden. Und wir nutzen in Deutschland ein sogenanntes Subset namens Edi at Energy, was dann exakt nur für die Industrie, Energiewirtschaft zu nutzen ist. Denn Edifact an sich ist industrieübergreifend. Edi at Energy ist genau für die deutsche Energiewirtschaft. So, früher wurde regelmäßig zweimal im Jahr, zum April und zum Oktober, dort was angepasst, denn es gab noch viele Veränderungen innerhalb der Branche. Wir hatten ja erst 2008 so richtig den Start des Unbundlings, wo also dann die Netzentflechtung so richtig dann umgesetzt wurde und wo dann auch die ganzen anderen Prozesse im Großen und Ganzen auch gelaufen sind, auf Grundlage dessen, dass wir einen richtigen Markt hier schaffen wollten. Und dann hat sich durch die letzten Jahre, im letzten Jahrzehnt eigentlich regelmäßig daran nochmal was geändert, weil man musste ja auch erstmal lernen, wie die Energiewirtschaft an sich tatsächlich so richtig funktioniert mit dieser neuen Denke, dass wir hier eben die Unternehmen auseinanderziehen und ja auch einen virtuellen Markt schaffen. Und einen Wettbewerb damit ja auch schaffen. Und dementsprechend gab es regelmäßig also Änderungen an der Prozessrealität. Und das musste natürlich auch in diesen Regelwerken für die IT-Nachrichten abgebildet werden, damit die das Richtige auch machen, was diesen neuen Prozessen entspricht. Das ist in den letzten Monaten, Jahren so ein bisschen abgeklungen, weil wir mit der Marco 2020, Ende 2019, ja wirklich eine mächtige Änderung hatten. Dann wollte man das nur noch so einmal im Jahr anpassen, weil es wird sonst auch mal zu viel. Dann kam ja die Corona-Pandemie, hatte auch dafür gesorgt, dass wir im letzten Jahr so ein paar Sachen verschoben haben, die eigentlich schon hätten in Kraft treten sollen. Und deswegen kommen jetzt zum 1.4.21 gut 2 Dutzend Nachrichtentyp-Versionen bzw. dazugehörige Dokumente auf den Prüfstand und werden angepasst. Dazu noch ein paar Einführungsszenarien zu den ein oder anderen Themen. Und das schauen wir uns dann einfach mal kurzerhand an. Wie immer passiert das Ganze auf Grundlage von irgendwelchen Beschlüssen. Wir haben normalerweise entweder Gesetze oder Verordnungen oder veröffentlichte Marktregeln, über die wir unseren Alltag in der Energiewirtschaft organisieren. Die sind dann alle ja so verpflichtend. Und dann gibt es aber auch mal sowas, das nennt sich Mitteilung. Und wenn man Mitteilungen liest, auch wenn es von der Bundesnetzagentur kommt, von Beschluss 6 und 7, 6 für Strom, 7 für Gas, dann liest sich Mitteilung trotzdem so ein bisschen lasch, ne? Das ist halt eine Mitteilung, ne? Ja, okay, eine Mitteilung halt. Ist das ein Beschluss oder sowas? Ja, ist das tatsächlich. Hier wird nur mitgeteilt, wie der Markt in Zukunft seine Realität handhaben muss. Wie das zu handhaben wird. Und das ist also eine sogenannte Mitteilung. Das ist trotzdem verpflichtend. Das hat geradezu Gesetzescharakter für uns Unternehmen in der Energiewirtschaft. Also, wurde hier vor einem halben Jahr veröffentlicht, weil normalerweise immer vor einem halben Jahr, bevor es in Kraft tritt, diese Versionen veröffentlicht werden müssen, was hier kommen soll. Zum 1.4.21
werden diese Nachrichtentyp-Versionen bitte schön angepasst. Und jetzt sehen wir hier schon, das sind ja gar nicht über 2 Dutzend. Wovon rede ich? Ah, das ist ja nur Teil 1. Und der Rest würde 2 Wochen später veröffentlicht werden. Das hat man damals im Oktober gesagt. Wegen der Corona-Pandemie kam man nicht dazu, das Ganze schon komplett fertig zu veröffentlichen. Und das war durchaus auch mal eine Überraschung. Ne? Das ist so vorher, ich wüsste eigentlich nicht, dass es jemals vorher so passiert ist. Wir hatten die öffentliche Konsultation von Anfang August bis Anfang September und dann war ja bis Anfang Oktober die Zeit, die finalen Dokumente dann auch zu veröffentlichen. Man hat es halt nicht geschafft und hat hier nur, in Anführungsstrichen, nur den Teil 1 fertig bekommen. 2 Wochen später gab es dann Mitteilung Nummer 14. Das gerade war ja Mitteilung 13, das ist Mitteilung Nummer 14 zu den Datenformaten zur Abwicklung der Marktkommunikation. Und da war dann der Rest drin. Und jetzt wissen wir auch, wo die 2 Dutzend Dokumente herkommen, die natürlich ebenso zum 1.4.21 dann in Kraft treten werden. Und hier gab es noch einen weiteren Hinweis zum Thema, wir haben eine leicht widersprüchliche Formulierung an anderer Stelle in einer der Marktregeln, nämlich wurde hier mal formuliert, dass bei rückwirkenden Lieferanmeldungen, also Einzügen, bei rückwirkenden Einzügen geprüft werden muss, dass ein bisheriger und ein neuer Anschlussnutzer nicht identisch sind. Auszug, Einzug. Unterschiedliche Menschen, natürlich. Weil wenn ein Mieter auszieht und ein anderer Mieter einzieht, ne, dann ist das logisch, dann sind das unterschiedliche Menschen. Deswegen müssen die unterschiedliche Identitäten haben. Jeder, der in der Branche ist und mit Wechselprozessen arbeitet, weiß auch sofort, worum es geht. Normalerweise will man ja ganz gerne als neuer Versorger eine Kündigung an den alten Versorger schicken. Das Ganze geht aber nur in die Zukunft. So, mindestens 10 Werktage in die Zukunft. Eine Kündigung geht immer nur in die Zukunft. Deswegen, wenn ihr online euch irgendwo anmeldet bei einem neuen Energieversorger, geht das auch immer nur eine Weile in die Zukunft, weil es diese Prozessvorgaben gibt. Wenn man diese Frist jetzt aber irgendwie reißt, aus eigenen Fehlern oder aus was auch immer für Gründen, dann wird es ja knapp und dann schafft man gerne nicht mehr das Datum, zu dem der Kunde eigentlich kommen wollte. Und dann versucht man so ein paar Tricks, zum Beispiel statt einer Kündigung des gleichen Kunden einen Einzug zu melden, indem man vielleicht auch den Namen ein bisschen anders schreibt. Sowas machen manche Leute in der Branche. Und das Ganze geht, weil ein Einzug grundsätzlich auch rückwirkend für ungefähr 6 Wochen auch gemacht werden kann. Und hier wurde geklärt, naja, diese Prüfung, dass alter Mieter und neuer Mieter nicht denselben Namen haben, soll halt bei rückwirkenden Lieferanmeldungen, bei rückwirkenden Einzügen durchgeführt werden. Da soll das geprüft werden. Das ist ja aber falsch. Die Prüfung, ob alter und neuer Mieter nicht denselben Namen haben, muss immer stattfinden. Also ist hier dieser Teil 2 von Mitteilung Nummer 14, genau, gewesen. Hey, Klarstellung, diese Prüfung auf Nicht-Identität von altem und neuen Anschlussnutzer muss immer durchgeführt werden. Das sind so Dinge, wo ich mir denke, also das hätte man auch, glaube ich, einfacher lösen können, als das hier mit reinzupacken in diesen Beschluss mit den Nachrichtentypen. Dann gab es noch eine weitere Mitteilung Nummer 15, die auch noch zum 1. April gilt, nämlich rund um die Berechnungsformel, der durchgängige Versand der Berechnungsformel und das Einführungsszenario, was diesen durchgängigen Versand dann auch organisieren soll. Kurzer Hintergrund. Die Berechnungsformel an sich haben wir mit der Marco 2020, dann Ende 2019 eingeführt. Die soll vor allem bei ganz komplexen Messlokationen oder bei ganz komplexen Kombinationen von Messlokationen dafür sorgen, dass man die berechnen kann. Was heißt das? Wir haben zum Beispiel ein Gewerbeunternehmen mit einer Maschinenhalle, mit noch einer Maschinenhalle, einem Büro und einer Solaranlage. Maschinenhalle 1 hat einen eigenen Zähler, Maschinenhalle 2 hat einen eigenen Zähler, Büro hat einen eigenen Zähler, Einspeiseanlage hat einen eigenen Zähler. Beispielsweise, kann sein. Dann ist es aber durchaus sinnvoll, ein Gesamtergebnis für dieses eine Unternehmen, für diesen einen Kunden auch zu haben. Also braucht man eine Berechnungsformel, um die 3 Verbrauchsanlagen und die Einspeiseanlage miteinander verrechnen zu können. Das ist eine Berechnungsformel, die also solche Sachen genau darstellt. Was muss mit was, wie verrechnet werden, was für weitere Faktoren gibt es zum Beispiel noch auf Grundlage technischer Infrastruktur, wo geht vielleicht ein bisschen Strom verloren und so weiter und so fort. Das muss man hier alles noch mit reinberechnen und das ist dann eine Berechnungsformel. So. Die ist aber an sich nur gedacht für komplexe Kombinationen von Messungen, komplexe Kombinationen von Messlokationen mit Marktlokationen. Dementsprechend gibt es das eigentlich nur, wenn mindestens 2 Messungen an einem Standort stattfinden.
Und dementsprechend gibt es das eben auch nicht für alle anderen Messstellen. Jetzt gab es ja den Beschluss, es herrscht im Markt Unklarheit darüber, warum eine Berechnungsformel nicht vorhanden ist. Ist die vergessen worden oder gibt es die wirklich nicht, weil es zum Beispiel einfach nur einen Zähler gibt. Da braucht man nichts berechnen. Es gibt also Unklarheit, vor allem für Massenprüfungen. Also wenn nicht ein Mensch, sondern wenn das IT-System automatisiert prüfen soll, warum eine Berechnungsformel nicht vorhanden ist oder ob sie vorhanden ist, dann kann das nicht interpretieren, oh ja, das liegt daran, weil es logischerweise keinen Grund gibt, bei einem Gerät eine Berechnungsformel zu unterlegen, weil dann ist die Formel ist gleich. Ja, hilft ja niemandem. Also hat man sich gesagt, wir müssen eine Lösung dafür finden, dass diese Massenprüfungen, ob es eine Berechnungsformel gibt, irgendwie besser laufen. Und die Energiewirtschaft ist halt so geil, dass hier dann gesagt wird, ja, wir lösen das, indem wir bei jeder einzelnen Marktlokation, bei allen 55 Millionen Anschlüssen in Deutschland, eine erstmal leere Berechnungsformel hinterlegen. Die hat dann also einen bestimmten Qualifier, der dann sagt, das hier ist eine Berechnungsformel ohne Rechenoperation. Die hinterlegen wir für alle Anlagen rückwirkend zum 1. Oktober 2020. Erstmal rein damit als Versorger, so. Und dann müssen die Netzbetreiber bis zum 1. Mai, um genau zu sein, das steht hier so noch nicht, bis zum 1. Mai müssen die auch wieder rückwirkend, seitdem dann die Versorger zugeordnet sind, die tatsächlich vorhandene Berechnungsformel noch einmal an alle schicken, also an die Messstellenbetreiber und an die Versorger. Etwas, was vorher so nie geplant war, gerade auch die Versorger brauchten in der Vergangenheit gar nicht diese Berechnungsformel, die war nur zwischen Netzbetreiber und Messstellenbetreiber zu schicken. Jetzt wird festgelegt, das soll an die alle gehen, an die ganzen Versorger, damit die nämlich auch in Zukunft die Energiemengen, die in einem Lieferschein zum Beispiel für eine Netznutzungsabrechnung stehen, auch gegenprüfen können, weil sie die Berechnungsformel haben. Dann können sie das ja gegenrechnen, ob das stimmt. Das ist zum Beispiel so eine Änderung, wow, da hat man sich gedacht, man löst ein einfaches Problem, indem man Millionen Massenprozesse einfach nochmal durch die Energiewirtschaft jagt. Richtig guter Plan, das hilft uns allen. Wird aber auf jeden Fall passieren. Ne? Also das ist so beschlossen. Wir werden diese Berechnungsformel einerseits rückwirkend als Lieferant überall hinterlegen müssen. Eine leere Berechnungsformel ohne Rechenoperation. Und dann bekommen wir als Lieferant bis spätestens zum 1. Mai 2021 rückwirkend auch noch da, wo wir tatsächlich zugeordnet sind, eine echte Berechnungsformel, die wir dann auch einfach hinterlegen können und die dann entweder nutzen oder nicht, falls wir mal irgendwann Lieferscheine gegenrechnen wollen. Okay, das sind aber, und das sind jetzt wirklich ja nur die Nebenthemen. Ich habe ja noch nicht mal angefangen, über die Nachrichtenformate selbst zu sprechen. Das machen wir jetzt aber noch. Und zwar, es ist ja so, wir haben hier vor allem ja diese Anpassungen, diese Nachrichtentypen und diese Nachrichtentypen werden angepasst zum 1.4.21. Okay, was steckt da dahinter? Das läuft ja nun so, wir haben dann eine Änderung aus was auch immer für Gründen an der Prozessrealität, indem man eben sagt, hier muss ein Prozess ein bisschen anders laufen, da muss mal irgendwas korrigiert werden. Innerhalb von zum Beispiel sogenannten Umsetzungsfragenkatalogen kommen Fragen aus der Branche, die werden in den Branchenverbänden geklärt und dann gibt es eine einhellige Meinung, die sagt, oh, so sollten wir das jetzt handhaben. Das ist noch nicht gelöst, aber so sollten wir das jetzt handhaben. Und dann wird das bei der nächsten Gelegenheit in diese Nachrichtenformate mit reingeschrieben und dort berücksichtigt, damit die Schnittstellenprogrammierer das dann auch gleich richtig übernehmen können. Und genau das sehen wir dann in diesen ganzen Änderungen. Ich werde jetzt natürlich nicht durch die alle durchgehen, denn dafür müsst ihr bezahlen, dass ich euch das komplett erkläre. Nein, ich möchte euch mal zeigen, wie könnte man sowas denn jetzt nachvollziehen. Wenn wir ja wissen wollen, okay, alles klar, wir haben hier irgendwelche Nachrichtentypen, die geändert wurden, dann sind das ja EDI@Energy Nachrichtentypen. Also gehen wir auf EDI@Energy. Die Seite von denen heißt ja edi-energy.de, dann kommt man hier ins Forum Datenformate, dann geht man hier auf Dokumente und wenn man dann hier angekommen ist, findet man zum Beispiel die aktuell gültigen Dokumente, da landet man normalerweise, oder auch die zukünftig gültigen Dokumente, da bin ich jetzt gerade, weil ich schon auf der Seite war, haben die sich das gemerkt. Und dann sieht man hier, das sind jetzt hier Dokumente, die zum 1.4.21 gültig sind, alles klar. Aber es sind auch die anderen alle noch angezeigt, die auch in Zukunft noch gültig sein werden, also auch die, die schon
laufen und in Zukunft immer noch gültig sind. Wenn ihr jetzt gerne mal sehen wollt oder übereinander stehen haben wollt, was passiert tatsächlich zum 1.4.21, geht hier auf Listenansicht und dann geht auf die Sortierung gültig von. Und dann seht ihr hier 1.4.21, alphabetisch sortiert, kann man runterscrollen bis hierhin. Ups, jetzt verschiebe ich das sogar schon bis hierhin. Und dann habt ihr hier tatsächlich insgesamt 50 Dokumente, die angepasst werden. Allerdings seht ihr ja auch, viele davon sind die sogenannte konsolidierte Lesefassung mit Fehlerkorrekturen. Das ist also nochmal so eine redaktionelle Überarbeitung, die inhaltlich ja eigentlich nichts anderes macht. So, daher kann man das dann weitestgehend ignorieren. Es sind also in etwa 2 Dutzend Nachrichtentyp-Dokumente und noch dazu ein paar Einführungsszenarien. Nämlich das Einführungsszenario zur Berechnungsformel, habe ich ja gerade erwähnt. Das, was wir alles rückwirkend hinterlegen wollen. Und ein Einführungsszenario für neue Artikelnummern, weil wir auch den klassischen Artikel oder die Artikelergänzung Wandler, also eine Wandleranlage oder auch eine Steuergerätsanlage zum Messstellenbetriebsabrechnung nicht mehr verwenden wollen, sondern neue kryptisch formulierte Artikel namens Zusatzleistung nach § 35 Absatz 2 Nummer 1 bis 5 oder Absatz 3 Messstellenbetriebsgesetz. Das ist doch mal richtig eingängig. Da weiß man sofort, worüber man redet. In diesen Nummern 1 bis 5 stehen die Wandleranlagen, die Prepaid-Anlagen, die Steueranlagen und weitere Dienstleistungen, die auf Grundlage von technischen Infrastrukturen zum Beispiel berechnet werden könnten. Und die sind dann Artikelnummern, die für die Preiskataloge in der PriCAT genutzt werden und dann auch Grundlage für Abrechnungsprozesse zum Beispiel sein würden. Naja, so viel jetzt erstmal dazu. Bevor ich noch zu tief reingehe, gehen wir einfach mal in ein paar Dokumente tatsächlich, die hier angepasst werden. Und fangen wir an mit was Einfachem, zum Beispiel die Nachrichtenbeschreibung Ediet Energy Comdis Commercial Dispute auf Basis der Comdis Handelsunstimmigkeit. Und es ist hier in dem Fall ja ein MIG, ein MIG, ein Message Implementation Guide, im Großen und Ganzen also ein Implementierungshandbuch. Und spannenderweise, es hat 19 Seiten, es ist also relativ kurz, es ist ja auch ein sehr neues Dokument, also die Comdis nutzen wir überhaupt erst seit der Marco 2020 und ist ja auch für einen sehr, sehr klaren Anwendungsfall, es ist eine Handelsunstimmigkeit, wir sagen also, hey, deine Ablehnung ist falsch, weil. So, und dann könnte man sich durch so eine Nachricht auch durchscrollen, sieht dann den konkreten Aufbau, den Syntaxaufbau der Nachricht. Das ist aber für Laien eher komplex. Und dann sieht man, wie das jeweilige einzelne Segment konkret zu befüllen ist. Was, das ist die Bezeichnung des Segments, was man innerhalb der EDIFACT-Nachricht findet. Hier ist eine Beschreibung, was ist das? Ne, UNH ist einfach das Kopfsegment für die Nachricht, wie ein Briefkopf im Großen und Ganzen. Und da stehen dann verschiedene Inhalte drin, also verschiedene Qualifier, die dann beschreiben, was ist es denn. In diesem Fall das ist eine Comdis mit einer bestimmten Nummer und weiter unten sind dann verschiedene Qualifier, die dann eben zum Beispiel sagen, hey, das hier ist eine Antwort auf eine Ablehnung REM-ATV. Diese Comdis schicken wir auf eine Ablehnung REM-ATV, was heißen würde, eine REM-ATV ist hier eine negative Antwort auf eine Netznutzungsabrechnung. Da hat uns jemand eine Netznutzungsabrechnung abgelehnt. Wir haben die geschickt, der hat die abgelehnt mit einer REM-ATV und wir schicken es eine Comdis, um das Ganze wieder zu klären. Das ist hier das, was vorfällt. Und dann würde in diesem Segment RFF, was dann heißt Prüfidentifikator, diese 29001 stehen und dann wissen wir, das steht dafür, dass unsere Nachricht eine Ablehnung auf eine REM-ATV ist. So versteht man diese Nachrichtendokumenten. Dann gibt es sowas wie ein Dokumentendatum im Segment DTM, wo dann eben zum Beispiel Nachrichtendatum stehen würde mit diesem Format. Das heißt im Großen und Ganzen Jahr, Monat, Tag. Von diesem Tag oder an diesem Tag ist es gültig, dass wir diese Nachricht verschicken und so weiter. Und jetzt würde man hier verschiedene Inhalte danach finden, zum Beispiel hier nochmal die Referenzierung, bezieht es sich auf eine Rechnung, diese Comdis, die wir schicken, oder auf einen Lieferschein, der ja praktisch eine Energiemenge beinhaltet.
Und wenn wir jetzt weiter runtergehen, dann sehen wir zum Beispiel auch die möglichen Ablehnungscodes oder jetzt Bestätigungscodes, die wir schicken würden als Inhalt dieser Comdis-Nachricht. So sind diese ganzen Dokumente aufgebaut, ist durchaus hilfreich, wenn man sich da einmal durchgearbeitet hat. Was wir aber eigentlich jetzt sehen wollen, ist die Änderungshistorie hier ganz hinten, ganz am Ende. Das Schöne ist, bei der Comdis hier, beim Implementierungshandbuch, bei der MEG, gibt's nur 2 Zeilen Änderungshistorie. Das ist natürlich locker easy. Wenn ich mal ranzoome, die erste Zeile ist nur die Änderung der Nachrichtenversion. Da sehen wir schon, Version 1.0 auf 1.0a. Easy. Da passiert also, das ist ein ganz neues Dokument, was jetzt das erste Mal leicht angepasst wurde. Und da sehen wir hier immer bisher. Und dann daneben neu. Und dann sehen wir hier auch eine inhaltliche Änderung. Nämlich im Bereich der Dokumentnachrichten-Einzelheiten gab es bisher die Codes 380 für Handelsrechnung oder 270 für Lieferschein. Und wie gerade eben schon beim Durchscrollen gesehen, gibt es jetzt 380 Handelsrechnung, 270 Lieferschein und Z41 Lieferschein mit Grund- und Arbeitspreis oder für Grund- und Arbeitspreis und alternativ den Lieferschein für Arbeits- und Leistungspreis. Die detaillierte Angabe des Lieferscheinstyps ist ab dem 01.04.2021 in der MS-Cons verpflichtend. MS-Cons ist das Format für Energiemengen. Deshalb werden die beiden Codes in die Comdis, wo wir gerade sind, mit aufgenommen. Was steckt dahinter? Der Lieferschein an sich wird jetzt also erweitert auf die Unterscheidung, ist das ein absoluter, sagen wir mal, Standardkunde, Haushaltskunde, kleiner Gewerbekunde, der einen Grundpreis hat und dann pro verbrauchter Kilowattstunde noch einen Arbeitspreis. Oder ist es ein großer Industriekunde mit einem Arbeitspreis für die Energiemenge und einem Leistungspreis für den Leistungsbedarf, den seine Anlagen vom Netz praktisch jederzeit dann gezogen haben. Anhand zum Beispiel der Maximalleistung, die irgendwann auch noch gezogen wurde. Da gibt es im Zweifel deutlich komplexere Tarifstrukturen, als dass ich sie hier jetzt gerade zusammenfassen könnte. Hier sehen wir aber, das ist die einzige Änderung in der Comdis. Das ist die einzige inhaltliche Änderung an der Comdis, die jetzt zum 01.04. kommt. Das ist also easy going. Können wir super akzeptieren. Eine Seite, im Prinzip eine inhaltliche Zeile, sofort verstanden. Aber das ist nur die Comdis. Und das war auch nur die Comdis, das Comdis MIG, also das Implementierungshandbuch. Es gibt ja auch noch das Comdis Anwendungshandbuch, was sogar nur 8 Seiten lang ist, sogar noch ein bisschen kürzer. Und wo man dann auch sehen kann, wie die Nachrichtenstruktur an sich aufgebaut ist. Ne? Je nachdem, wir antworten jetzt auf eine negative REMA-DV oder auf eine negative IFTTTA. Also hier die Rechnung, hier der Lieferschein, der abgelehnt wurde. Dann sehen wir zum Beispiel, welche konkreten Felder, Segmente, Inhalte der Comdis eigentlich Muss-Felder sind. Die müssen also in dieser EDIFACT-Nachricht stehen. Das steht hier im Großen und Ganzen so. Dann kann man sich das angucken. Und was sind Nicht-Muss-Felder? Was sind also praktisch Soll- oder Kann-Felder, besser gesagt? Blablabla. Dann gibt es so Hinweise oder Bedingungen, die mit dazu stehen. Und dann ist man auch schon am Ende. Und auch hier in der Änderungshistorie gibt es einmal nur Nachrichtentyp-Version, Update, haben wir schon verstanden. Und der Hinweis, hey, es gibt jetzt diese Z41 und die Z42, und rund um den 01.04. sollen dann auch nur noch diese verwendet werden. Die 270 wird nur noch verwendet, rückwirkend bei einer Stornierung für einen alten Lieferschein zum Beispiel. So, wenn wir das jetzt sehen, eine Seite, eine inhaltliche Zeile, dann ist die Änderung ja marginal zum 01.04. Super, easy, gar kein Problem. Aber es gibt auch noch andere Dokumente, zum Beispiel hier die UTMMDIR. Das ist das MEG, also der Message Implementation Guide, das Implementierungshandbuch von UTMMDIR. Und wir sehen hier oben schon, das hat tatsächlich auch schon fast 400 Seiten. Wenn wir unten gucken, Änderungshistorie ab Seite 392 bis 396, da ist also ein bisschen mehr. Und wenn wir hier so durchschauen, ja okay, klar, auch wieder wie immer Nachrichtentyp-Version. Und dann, aha, es gibt zum Beispiel einen neuen Qualifier für die Abmeldung wegen fehlender Zuordnungsermächtigung. Das ist ein komplett neuer Case, der jetzt hier mit in der UTMMDIR umgesetzt wird, auf Grundlage einer Umsetzungsfrage. Also auf Grundlage etwas, was außerhalb dieser ganzen Anpassung tatsächlich durch ein Feedback vom Markt passiert ist. Und dann sehen wir ja hier, okay, es gibt ein paar redaktionelle Anpassungen, weil lustigerweise ganz oft von der Abmeldungsanfrage gesprochen wurde, aber das heißt Abmeldeanfrage und sowas muss natürlich auch in Deutschland in der Bürokratie angepasst werden, gar keine Frage. Also wurde das hier gemacht und dann gibt es vor allem Anpassungen rund um die Einführung der Entscheidungsbaumdiagramme und
wenn ich das jetzt schon mal so sage, kann ich spoilern, zu größten Teilen sind es hier Anpassungen wegen dem Entscheidungsbaumdiagramm. Da muss also die Struktur dieser Nachricht geändert werden. Dann wird an den einen oder anderen Stellen also hier wirklich was inhaltlich auch angepasst. Hier werden verschiedene Codes, die bisher genutzt wurden, dann zum Beispiel nicht mehr verwendet und so weiter. Zum Beispiel ist auch das Stammdatum Verlustfaktor Trafo jetzt in Zukunft nicht mehr als Stammdatum in der UTLMD, sondern ist dann Teil der Berechnungsformel, von der wir ja vorhin schon gesprochen haben, die Berechnungsformel für die komplexen Messlokationen, die jetzt aber auch pauschal für alles hinterlegt werden muss. Das ist jetzt also schon mal auf 5 Seiten ein bisschen mehr an inhaltlichen Änderungen der Nachrichtenstruktur, alles klar. Gehen wir mal noch ins Anwendungshandbuch für die UTMD, 156 Seiten, na klar, dann wird es ja weniger sein. Ha, von wegen Änderungshistorie ab Seite 146, das sind also über 10 Seiten. Tabellarische Anpassungen, auch hier und andere, die Anpassung, hey, Abmeldungsanfrage heißt eigentlich Abmeldeanfrage, bitte ändern. Und dann tatsächlich auch wirklich inhaltliche, komplexe Sachen rund um, in diesem Fall OBIS-Codes, die Vor- und Nachkommastellen sowie die Zählwerksbezeichnung bei intelligenten Messsystemen, also bei den Smart-Mietern darstellen. Ne? Das sind so Sachen, auf den ersten Blick erkennt man das gar nicht, was dahinter steckt. Dann liest man sich so diesen Grund so ein bisschen durch und dann weiß man es in etwa, wenn man halbwegs damit umgehen kann. Ne? Das sind also trotzdem komplexe Dokumente. Und dann ganz viele Anpassungen wegen den EBDs, wegen den Entscheidungsbaumdiagrammen. Das ist also hier wirklich die Struktur, die Prüfungsstruktur und so weiter der einzelnen Nachrichten angepasst wird, weil wir jetzt sogenannte Entscheidungsbaumdiagramme haben. Und dann gehen wir durch und sind ganz viel wegen Entscheidungsbaumdiagrammen, ganz viele Änderungen in den Details, einzelne Änderungen, was Formulierungen angeht zum Beispiel und so weiter. Und auch dann haben wir das schon hinter uns gebracht. Wir sehen aber, das ist schon deutlich mehr als bei der Comdis. Bei der Comdis hatten wir eine Zeile. Hier haben wir mehrere Seiten tabellarische Anpassungen. Wichtig, zum 1.4., es gibt eine Anpassung in den allgemeinen Festlegungen. Da ist einerseits neu und durchaus auch hilfreich ein Abbildungsverzeichnis. Wenn ich hinten in die Historie gehe, haben wir hier ein neues Abbildungsverzeichnis. Vorher nicht vorhanden, also leer, jetzt Abbildungsverzeichnis. Schön und gut, damit kann man auch was anfangen. Gute Idee. Und dann gibt es so eine ganz spannende Sache. Es gibt ein neues Kapitel, nämlich das Kapitel 125 Antwortcodes in den Segmenten AJT und STS. Und dort findet man auch wirklich was Interessantes. Das ist dann so die Seite 30. Da müssen wir mal gerade da wieder ein bisschen hochscrollen. Und da wird dann hier beschrieben, mit auch ganz viel technischen Formulierungen, die also auch für die meisten Anwender nicht unbedingt so alltäglich sind und nicht so verständlich sind, dass es hier um ein Datenelement geht, das benötigt wird, um in einem Anwendungsfall, also in irgendeinem Prozess, darzustellen, welches Entscheidungsbaumdiagramm genutzt würde. Dieses Entscheidungsbaumdiagramm hat eine Nummer und diese Nummer steht jetzt in diesen Segmenten AJT oder STS. Und damit kann man nachvollziehen, welche Prüfschritte hat mein Marktpartner eigentlich verwendet. Und dann kommt ja ein bestimmter Code raus. Und mit dem Code ist mir vollkommen klar, was er eigentlich bemängelt. Vollkommen klar. Das ist eigentlich der Schritt nach vorne, so eine größere Standardisierung, was hier diese Anpassungen angeht. Naja, was dann vor allem auch eine Standardisierung der konkreten Prüfschritte angeht und der daraus resultierenden Kommunikationsinhalte. Damit können beide Seiten immer davon ausgehen, sie verstehen das Gleiche, weil sie die gleichen Prüfschritte nutzen müssen. Wir kommen ja gleich dazu. Und damit ist dann eigentlich auch klar, wie ein Fehler zustande kam. Und die Klärung ist dann umso einfacher und wahrscheinlich auch automatisierbar. Das ist ja vor allem die Sache, die wir erreichen wollen. Wir wollen eine Automatisierung erreichen. Naja, das wird dann jetzt hier auf den nächsten Seiten beschrieben, wie in diesem Segment AJT oder STS nachher diese Nummer hier zu finden ist. Die G066 zum Beispiel ist das Entscheidungsbaumdiagramm oder in diesem Fall eine Codeliste für die Ablehnung der Reklamation von Lastgängen in diesem Fall. Würde man da drin finden und dann findet man an anderer Stelle dahinter den Code und dann weiß man ganz genau, was schiefgegangen ist. Das ist allerdings kein Entscheidungsbaumdiagramm, das ist eine Codeliste. Das Dokument heißt ja Entscheidungsbaumdiagramme und Codelisten Version 1.0. Gibt also beides, werden wir dann sehen. Gibt sogar noch mehr, werden wir dann sehen. Das hier hingegen ist ein Entscheidungsbaumdiagramm, eine Tabelle, die darstellt, was sind die einzelnen Prüfschritte, die nach und nach hier durchzugehen sind. Und wenn man dann an einer Stelle praktisch rauskommt und sagt, okay, hier ist jetzt was schiefgegangen, dann haben wir einen bestimmten Code.
Und genau dieser Code wird dann angegeben. Wie gesagt, die Nummer des Entscheidungsbaumdiagramms ist dann in der Nachricht und der Code, der dahinter steht, ist dann mit in diesen, an dieser Stelle beim Datenelement. Und dann weiß die Gegenseite ganz genau, an welcher Stelle der Prüfschritte hier etwas schiefgegangen ist und kann das dann gezielt lösen. So ist hier die Anpassung in den allgemeinen Festlegungen, die das erstmal grundsätzlich uns allen mitgibt. Wenn das hier drin steht, muss das für alle Edifact oder alle Ediet Energy Nachrichtentypen auch genauso angewendet werden. Und jetzt noch als letzte Info, weil das auch nochmal ganz wichtig ist. Hier haben wir das entscheidende Dokument, das eigentliche, das Entscheidungsbaumdiagramm oder die Entscheidungsbaumdiagramme und Codelisten für die Antwortnachrichten. Für alle auf Ediet Energy Nachrichtentypen beruhenden Marktkommunikationsprozesse. Version 1.0 hat sage und schreibe 290 Seiten, ein neues Dokument mit 300 Seiten. Ja, natürlich, druck ich mir aus und lege ich mir unters Kopfkissen. Keine Frage. Sehr, sehr gern. Also, was steckt dahinter? Wir haben da natürlich erstmal ein paar Hinweise, unter anderem auch den Hinweis, hey, es gibt immer noch einen Antwortcode Sonstiges, aber Achtung, der ist, ich fange am besten gar nicht an, der ist nur noch ein Jahr lang immer nutzbar. Wenn ein neuer Ablehnungsgrund Sonstiges auffällt, ne, dann es gibt keinen Standardcode, sondern wir haben einen sonstigen Fall, der ist also besonders. Und wir schreiben dann rein in ein Freitextfeld Ablehnung, weil irgendwas ganz Besonderes schiefgegangen ist. Dann müssen wir das an den BDEW, also oder an die Branchenverbände melden und müssen da heraus eine Standardisierung schaffen, die dann in einen Standardcode übergeht. Ansonsten dürfen wir diese Ablehnung Sonstiges maximal ein Jahr lang nutzen und dann nicht mehr. Und dann würde sie danach als Zustimmung eigentlich gelten. Das heißt, wenn wir mit einem Marktpartner anfangen, eine Ablehnung Sonstiges bei einem Entscheidungsbaumdiagramm zu nehmen, diese A99 rauszuschicken, dann markiert er sich das im Kalender und nach 366 Tagen kommt er dann an bei einer neuen Nachricht, die wir auch mit A99 in der Form ablehnen und sagt dann, hahaha, du bist schon über ein Jahr drüber. Deine Ablehnung ist damit automatisch eine Zustimmung, guter Freund. Also, aber da will ich gar nicht zu tief drauf eingehen, das ist aber so, tatsächlich. Also das steht dann auch hier in den weiteren Details, kann man sich ja alles anschauen. Ich will jetzt aber mal ein ganz spezielles Entscheidungsbaumdiagramm zeigen, und zwar mal was Einfaches im Bereich der GPKE, Geschäftsprozesse zur Kundenbelieferung mit Elektrizität, gibt es die Kündigung und dort gibt es das Entscheidungsbaumdiagramm, Kündigung, Stromliefervertrag, prüfen. Alles klar. Klingt einfach und ist es am Ende auch tatsächlich. Wir sind also in der GBKE im Bereich der Kündigung und dort gibt es dann das Entscheidungsbaumdiagramm Kündigung, Stromliefervertrag prüfen. Stellt euch das so vor, in der GBKE selbst sind ja die Prozessabläufe an sich. Prozessablauf heißt ja zum Beispiel in dem Fall, neuer Lieferant schickt die Kündigung an den alten Lieferant. So, und dann steht da, alter Lieferant antwortet auf die Kündigung. Was jetzt aber dazwischen passiert, wie das geprüft wird, das steht da nicht wirklich. Das ist implizit klar wegen den allgemeinen Vorgaben, aber es steht nicht wirklich da. Und hier steht's jetzt. Dieses Entscheidungsbaumdiagramm ist praktisch diese Stelle in der Prozessdarstellung, wo jetzt etwas geprüft werden muss. Und diese Prüfung ist hier jetzt beschrieben. Dann steht hier zum Beispiel, prüfende Rolle ist der Lieferant. Hier. Und dann gibt es die einzelnen Schritte. Schritt Nummer 1 als erstes, dann zum Beispiel Schritt Nummer 2, je nachdem, wie das Ergebnis aussieht. Wenn ich bei Schritt 1 hier angekommen bin, liegt der übermittelte Kündigungstermin nach dem Nachrichteneingang? Also ist es eine Kündigung in die Zukunft? Nein? Dann kommen wir direkt zum Fehler A12 wegen einer Fristüberschreitung. Die Nachricht ist zu spät angekommen. Sofort Ablehnungscode A12. Dann würden wir in diesem Segment STS, was wir gerade beschrieben haben, die Nummer E0400 für diesen Entscheidungsbaum, für dieses Entscheidungsbaumdiagramm finden und dahinter die A12 als Ablehnung Fristüberschreitung. Es werden dann genau diese Codes verwendet, die hier im Entscheidungsbaumdiagramm stehen. Das heißt aber auch, dass die alten bekannten Ablehnungscodes für die Zwecke, wo wir jetzt ein Entscheidungsbaumdiagramm haben, nicht mehr verwendet werden. Die werden dann gelöscht. Es gibt einige Anpassungen, wo alte Codes komplett auch schon jetzt entfernt werden zum April, weil die an keiner Stelle mehr existieren. Denn die Entscheidungsbaumdiagramme haben neue Codes, und zwar immer standardisiert A01, A02, A12, A99. Die werden hier immer verwendet und die heißen aber jedes Mal was anderes. A01 beim einen Entscheidungsbaumdiagramm ist was anderes als A01 beim anderen Entscheidungsbaumdiagramm.
Auswendig lernen für die Codes geht also auch nicht mehr. Einfach hinschreiben, was so der einzelne Code bedeutet. Ne? Z12 ist Vertragsbindung bei einer Kündigung. Das geht nicht mehr. Das ist vorbei, diese Zeiten. Es wird es immer nachzuschlagen sein, was bedeutet denn A01 oder A12 bei diesem Entscheidungsbaumdiagramm, wenn wir das manuell prüfen müssten. Super, ne? Also wenn wir dann so weitergehen, liegt der Kündigungstermin nach dem Nachrichteneingang? Ja, dann gehen wir zu Schritt 2. Dann sind wir bei Schritt 2. Ist in der Kündigung die Angabe der Identifikationslogik mit dem Wert Marktlokations-ID angegeben? Anders gesagt, gibt es eine Malo-ID? Ja, geht zu Schritt 3. Nein, geht zu Schritt 4. Und dann geht man immer weiter. Kommt man hier raus, dann A01, okay, Fehler, die Marktlokation ist nicht identifizierbar und so weiter. Also das ist die Logik. Wir haben dann eine Tabelle, die uns genau beschreibt, was sind die einzelnen Schritte, die einzelnen Prüfschritte, die wir gehen müssen oder die auch unsere Gegenseite gehen muss. Und wenn man dann hier an einer Stelle rauskommt, also bei jedem Szenario gibt es eine klare Stelle, an der man dann hier rauskommt. Ne? Jedes hat dann irgendwann einen Antwortcode. Und wenn man dann hier irgendwo rauskommt, muss genau dieser entsprechend rausgeschickt werden. Und dann weiß aber die Gegenseite ja auch ganz genau anhand dieses Codes, bei diesem Entscheidungsbaumdiagramm, an welcher konkreten Stelle etwas schiefgegangen ist oder etwas gut gelaufen ist. Und dementsprechend ist das ein bisschen deutlicher und klarer und eindeutiger als in der Vergangenheit. Das ist der große Vorteil. Es ist so ein bisschen standardisierter und kann dementsprechend auch in Zukunft ein bisschen besser automatisiert werden. Angenommen. Dauert aber bestimmt noch ein Weilchen. Jetzt habe ich schon eine ganze Weile, irgendwie über eine halbe Stunde, drüber gesprochen, was hier jetzt alles passiert und wie das alles angepasst wird und was da alles so tolle Dinge passieren. Aber seid euch noch einer weiteren Sache bewusst. Die Anpassungen jetzt zum April 2021 sind nur der erste Schritt. Sie sind nur die erste große Baustelle von vielen Baustellen, die über die nächsten Monate noch kommen. Allein weil wir nicht nur, wie vorhin gezeigt, diese tollen Mitteilungen Nummer 13, 14 und 15 haben, die zum 1. April 2021 gelten. Wir haben auch noch eine Mitteilung Nummer 16, die zum 1. Oktober 2021 gilt. Und diese Mitteilung Nummer 16 umfasst Datenformate, die dann also zum 1. Oktober 2021 eingeführt werden sollen. Praktisch das gleiche wie jetzt im April, nur ein halbes Jahr später. Die finalen Versionen davon werden jetzt auch erst zum 1.4. veröffentlicht, aber die jetzt kürzlich zur Konsultation gestellten Varianten davon sind auch nochmal 2 Dutzend Dokumente und wir sehen dabei auch welche, die jetzt gerade erst angepasst werden. Das heißt, was wir jetzt gerade anpassen, was jetzt in die Systeme einprogrammiert wurde, was jetzt in 3 Wochen auch operativ dann genutzt werden muss, gilt nur ein halbes Jahr lang. Und dann gibt es schon wieder die nächsten Standards, die hier eingeführt werden, die nächsten Änderungen, die dann vorgenommen werden. Unter anderem gibt es auch dann schon wieder das Dokument Entscheidungsbaumdiagramme und Codelisten Version 2.0. Ein komplettes Update dessen, was jetzt eingeführt wird, kommt in einem halben Jahr. Und das ist natürlich super spannend. Unter anderem auch in einem halben Jahr diese ganzen XML-Dokumente, die rund um das Anlagenmanagement, also Erzeugungsanlagenmanagement, Fahrplanmanagement für Kraftwerke genutzt wird und deswegen natürlich auch im Redispatch 2.0 entsprechend wichtig ist. Das sind diese XML-Dokumente. Das ist nicht EDIFAC, das ist XML, einfach eine technisch andere Grundlage für Fahrplanmanagement, Redispatch 2.0 entsprechend wichtig. Kommt auch dann entsprechend zum 1. Oktober 2021. Und wie ich kürzlich schon mal in einem anderen Video veröffentlicht habe, kommen ja zum 1. April 2022 die neuen Marktregeln. GBKE, WIM, MPES und MABIS werden neu gefasst. Teile des Lieferantenrahmenvertrages werden neu gefasst. Und dementsprechend kommen in einem Jahr auch nochmal neue Nachrichtentyp-Versionen. Wir passen das jetzt im April an, dann nochmal 2 Dutzend zum Oktober und dann sicherlich nochmal umso mehr zum nächsten April. Yes, super. Die Unternehmen der Energiewirtschaft freuen sich jetzt nicht unbedingt. Das ist auch verständlich. Da ist ganz schön viel auch dann zu tun. Aber wir als Dienstleister, johe, es hört nicht auf. Die Arbeit wird nicht weniger. Ist ja super. Wie gesagt, schulen wir aktuell auch eine ganze Menge rund um dieses Thema. Jetzt habe ich mal einiges davon vorgestellt, aber auch schnell und oberflächlich. Wenn ihr nochmal ganz schnell mehr Details dazu haben wollt oder dann spätestens zum Oktober die nächsten Änderungen, wir schulen sowas, natürlich machen wir sowas, keine Frage. Wir verlinken unten unsere Webseite energiewirtschaft-einfach.de, da wo diese Schulungen dann auch zur Verfügung stehen.
Ihr könnt ruhig Kontakt aufnehmen. Wir beißen nicht. Okay, so viel zu den Edifact-Änderungen zum 1. April 2021 und zu den Entscheidungsbaumdiagrammen. Hat viel Schönes, hat auch viel nur halbwegs Durchdachtes. Wir müssen erstmal damit leben, was jetzt kommt. Habt ihr Fragen, Anmerkungen, Diskussionsbedarf oder anderes? Dann gerne unten in die Kommentare schreiben. Ansonsten wie immer, liked das Video, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und aktiviert die Glocke, wenn ihr immer wissen wollt, dass ein neues Video von uns veröffentlicht wird. Und ansonsten, wie immer, bleibt dran. Bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.